Der Pendelfehler im Zweitversuch. Ein Fehler, den viele Prüflinge, die es beim ersten Mal leider nicht erfolgreich geschafft haben, in ihrer Vorbereitung auf den zweiten Anlauf leider immer wieder begehen und das Ganze leider zu einem vermeidbaren Drittversuch führt. Was es genau damit auf sich hat, was du auf jeden Fall vermeiden solltest und wie du das Ganze smarterweise angehen kannst, das in diesem Video. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video, der Pendelfehler im Zweitversuch. Ein Fehler, den du unbedingt vermeiden solltest, um nicht unnötigerweise im Drittversuch zu landen. Mein Name ist Marlo Steinecke, ich bin Steuerberater und Dozent und Geschäftsführer der ESH Examensvorbereitung GmbH. Gemeinsam mit unserem Team helfen wir dabei, dass auch du dein Steuerberaterexamen individuell und erfolgreich meistern kannst. Und dafür solltest du auf jeden Fall den sogenannten Pendelfehler vermeiden. Was es damit auf sich hat und wie du da konsequent gegen angehen kannst, das besprechen wir jetzt gemeinsam. Zunächst einmal die Frage, was ist denn überhaupt der sogenannte Pendelfehler? Nun, im Erstversuch ist es häufig so, dass viele Prüflinge sich relativ einseitig vorbereiten. Einseitig bedeutet, du hast grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Der Graubereich dazwischen ist natürlich relativ groß, aber es gibt Prüflinge, die wollen erstmal die gesamte Theorie durchlaufen. Zum Beispiel, wenn man einen Samstagskurs besucht und dann sagt, ich muss erstmal komplett die Theorie verstanden haben, um mich dann punktuell den Klausuren zu widmen, weil ich muss das Ganze ja erstmal verstanden haben. Und andere wiederum, die sagen, ich setze voll auf die Karte Klausuren, schreibe 50, 70 oder 90 Klausuren, was auch immer da für Zahlen teilweise im Umlauf sind. Und da muss man natürlich sehr differenziert draufschauen. Häufig ist es so, dass natürlich nicht komplett das Ganze als schwarz-weiß zu betrachten ist. Das heißt, auch in der Stoffvermittlung werden Klausuren mit dabei sein. Und auch hier wird man sich vorher natürlich mit der Theorie in gewisser Weise auseinandergesetzt haben. Natürlich in einem unterschiedlichen Ausmaß. Aber wie ist jetzt der Blick auf den Zweitversuch? Wenn man durchgefallen ist, dann beginnt natürlich extrem stark diese Analysephase. Was waren meine Probleme? Woran bin ich gescheitert? Und viele kommen dann zum Ergebnis, dass entweder man zu viel hier oder zu viel hier in diesem Bereich gearbeitet hat. Der klassischste Fall ist eigentlich der folgende, gerade wenn man so einen Samstagskurs besucht hat, dann noch ein paar Klausuren geschrieben hat, vielleicht zu spät damit angefangen ist, dass man dann den Rückschluss für sich zieht. Ah, okay, ich war extrem auf dieser Seite hier der Vorbereitung im Erstversuch und jetzt im Zweitversuch werde ich nur noch Klausuren schreiben. Das ist der beliebteste Case für den Zweitversuch, weil man jetzt denkt und der Meinung wäre, das habe ich ja alles schon mal gemacht hier in dem Theoriebereich, ich muss mehr Klausuren schreiben, weil darauf kommt es letztendlich an. Und natürlich gibt es immer eine Handvoll Leute, die das auch dann darüber schaffen. Und dann hat man mal vielleicht gehört von so einer Konstellation, wo man im Zweitversuch erfolgreich gewesen ist. Für dich ganz wichtig, schau mal und reflektier mal ganz sorgfältig die Situation. Du hast hier zwar die Theorie schon mal durchlaufen, aber wenn du die Theorie durchlaufen hast und trotzdem durchgefallen bist und auch Klausuren schon geschrieben haben wirst in der Vorbereitung, auch wenn du meinst, dass du mehr Klausuren hättest schreiben sollen, wenn du jetzt den Rückschluss daraus ziehst, okay, ich müsse jetzt nur genug Klausuren schreiben und dann werde ich bestehen, weil das ist das einzig Entscheidende, dann bist du sehr wahrscheinlich auf dem Holzweg, denn, was muss man festhalten, du hast jetzt eine Art der Prüfungsvorbereitung schon mal durchlaufen, nämlich dein Kursprogramm zum Beispiel in der Variante, und jetzt denkst du, dass du weißt, worauf es ankommt. Wenn du die Vorbereitung komplett veränderst und jetzt extrem auf dieses andere, in den anderen Pol reingehst, dann wirst du ganz andere Probleme bekommen, weil du dich ganz anders vorbereitest. Das ist natürlich ganz natürlich, weil wenn du Sachen anders machst, bekommst du auch andere Ergebnisse, andere Probleme, die dabei aufkommen bei der Vorbereitung. Das heißt, durch das andere Vorgehen bekommst du neue Herausforderungen, andere Herausforderungen, die du definitiv noch nicht gelöst hast. Und deswegen ist das in der Theorie, mag das vielleicht gut klingen,
dass du eben auch durch diese Variante vielleicht kostengünstiger fahren kannst und sagst, ja, ich buche mir jetzt ein, zwei Kurse und mache das in Eigenregie, das kriege ich schon hin. Die paar Neuerungen, die da auf mich zukommen, die werde ich auch noch irgendwo dann vernünftig aufbereiten können. Sehr, sehr gefährlich, weil das Ganze natürlich deutlich komplexer ist, als sich hier für eine der beiden Varianten zu entscheiden. Gilt auch für den anderen Case, dass du extrem viele Klausuren geschrieben hast und jetzt für dich feststellst, bei mir hat die Theorie komplett gefehlt, jetzt mache ich erstmal nur Theorie und dann schaue ich danach, ob ich dann wieder mit Klausuren einsteige. Die Wahrheit liegt bei den meisten sicherlich hier in diesem Mittelbereich. Wo konkret, das muss man natürlich immer schauen, je nachdem, welche Basis da auch gelegt ist. Das, was du aber für dich verinnerlichen musst, ist, dass wenn du vernünftig Klausuren nachbereiten kannst, wenn du vernünftig vom Konzept und der Strategie her aufgestellt bist, dann geht das eine nie ohne das andere einher. Das heißt, im Idealfall kombinierst du beide Bereiche so zielführend, dass du vernünftig in die Anwendung kommst und gleichzeitig die Themen auch so von der Substanz her aufbereitest, wie es notwendig ist, um hier bei den Klausuren eben auch auf ein neues Level zu kommen. Und das unterschätzen die meisten, weil man denkt, ja, ich kann nur eine Sache machen, entweder das oder das. Das ist aber mit der richtigen Strategie nicht der Fall. Zweiter Punkt. Dein Wissen und Know-how, was bedeutet das, werde ich gleich erläutern, konserviert nicht von alleine. Geht so ein bisschen in die Richtung, was ich eben schon mit der Kursvariante gemeint habe, denn wenn du jetzt im Erstversuch so einen Samstagskurs, Wochenkurs besucht hast, dann wirst du sozusagen natürlich da gewisse Dinge erlernt haben. Das heißt, auch da hast du einen Fund an theoretischem Wissen sicherlich aufgenommen, nicht genug wahrscheinlich, je nachdem, wo bei dir die Ursachen für Scheitern drin lagen, aber das Wissen wird nicht eins zu eins erhalten bleiben und auch nicht dadurch konserviert, dass du jetzt nur Klausuren schreibst, weil das natürlich eine andere Fokussierung ist, eine andere Dichte der Themen und dementsprechend darfst du nicht erwarten, dass du jetzt einfach nur schon Theorie hast durch den Erstversuch und jetzt Klausuren draufsattelst und dann ein höheres Gesamtpackage vorzuweisen hast in der Prüfung. So einfach ist es nicht, weil du natürlich in dem Bereich insbesondere auch viel wieder verlieren wirst durch die Zeit. Das ist ganz natürlich. Und auch was das Know-how angeht, wenn du zum Beispiel in einem Kurs Klausuren geschrieben hast oder auch generell in der Vorbereitung mehr in diesem Bereich unterwegs gewesen bist, die Fähigkeiten, die du da erlernt hast, sofern die vorhanden sind, versteht sich von alleine, die werden auch nicht eins zu eins konservieren, wenn du jetzt den anderen Weg einschlagen solltest an der Stelle. Das heißt, du darfst nicht einfach in additiven Richtungen denken. Was meine ich damit? Eben, dass du hier in dem Erstversuch eine Basis hast und jetzt einfach das ergänzt, sondern du musst eben dafür Sorge tragen, dass dieser Bereich, den du aus dem ersten Versuch schon mitbringst, das Know-how, das Wissen, dass das auch übertragen wird in den Zweitversuch. Auch ein wichtiger Punkt, eine wichtige Komponente, die häufig unterschätzt wird. Und der dritte Punkt, den ich hier nochmal aufführen kann, gilt insbesondere für den Weg, dass man vorher den Kurs hatte, jetzt nur noch Klausuren schreiben möchte. Wie gesagt, das ist vom Weg her für 98% der Teilnehmer völlig wild, kann man sagen, an der Stelle, wenn man diesen Gedanken hat und meint, jetzt mit Klausuren isoliert und eigenständig vorgehen zu können. Im Zweitversuch ist das auf jeden Fall eine Basis, um sehr, sehr schnell im Drittversuch zu landen, muss man so sagen. Denn das Feedback fehlt hier in der Regel auch komplett und du es komplett von A bis Z alleine machst. Warum das Ganze? Weil natürlich die Noten, die du in dem Klausurenkurs schreibst, keinerlei Feedback darstellt, womit du arbeiten kannst. Die Note hat überhaupt keine Aussagekraft darüber, ob du jetzt auf dem richtigen Weg bist, ob das, was du dir für die Gesamtplanung da überlegt hast, funktioniert, aufgeht, ob du da alles berücksichtigst. Und da ist dieser isolierte Ausschnitt, diese Einklausur eben nicht der Indikator, der dich dann letztendlich erfolgreich machen wird in dem nächsten Versuch. Und deswegen ist das auch etwas, wo die meisten einfach nicht in der Lage sind, ihre Vorbereitung so zu strukturieren, dass die Neuerungen vernünftig eingearbeitet werden, dass Fortschritte gemacht werden in der Klausur, weil die meisten schreiben leider nur die Klausuren, aber bereiten sie nicht richtig auf. Auch eine wichtige Komponente. Und dann eben auch nicht das Feedback so kommt, dass man auf dem sicher sein kann, auf dem richtigen Weg zu sein. Und deswegen solltest du diesen Pendelfehler von dem einen Extremum ins andere zu gehen definitiv vermeiden, um im nächsten Versuch nicht wieder mit dem gleichen Ergebnis dazustehen und die Prüfung wieder nicht bestanden zu haben. Wenn du das für dich erkannt hast, wenn du insbesondere diesen Weg hier vor
genommen haben solltest für deinen nächsten Versuch, dann durchdenk das Ganze auf jeden Fall nochmal. Und wenn du dabei Unterstützung benötigst, kann ich dich wie immer nur herzlich dazu einladen, dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns zu melden. Den Link dazu blenden wir wie immer ein, denn in diesem Beratungsgespräch können wir mal genau analysieren, woran hat es wirklich gelegen im vergangenen Versuch, was für Potenziale hast du, was du in Zukunft besser machen kannst, und dabei können wir dir natürlich wunderbar weiterhelfen. Ansonsten reflektier das wie immer sorgfältig, ändere das, wenn du das bisher so geplant hast, und dabei wünsche ich dir wie immer ganz viel Erfolg. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.